Herzlich willkommen und hallo zu diesem Video. Heute möchte ich mit euch ein Porträt kolorieren und zwar mit Textmarkern. Dazu möchte ich euch im ersten Teil meines Videos verschiedene Textmarker vorstellen. Vorstellen, wie Textmarker in Kombination mit Bleistift funktionieren und wie Textmarker untereinander malen. Ich hoffe, ihr nehmt was mit. Viel Spaß dabei! Ja, ich habe hier verschiedene Textmarker. Einmal den Regenbogen durch. Einmal die Pastellmarker von Stabilo, zwei Neonmarker und verschiedene Marker von Stanger. Um herauszufinden, wie sich verschiedene Textmarker in Kombination mit Bleistiften verhalten, habe ich verschiedene Tests gemacht. Zum einen habe ich erstmal schattiert und dann mit einem Textmarker drüber gemalt. Dann habe ich erst mit einem Textmarker gemalt und dann schattiert und beide Versionen darauf geprüft, wie wir die radieren können oder ob wir die radieren können. Und meine Ergebnisse bei sämtlichen Neonmarkern, egal von welcher Marke, also von Neonpink bis Grün, sämtliche original Neonfarben, ist es so, wenn ihr schattieren wollt, dass ihr erst schattieren müsst. Denn wenn ihr erstmal mit Textmarker gemalt habt, lässt sich da nichts mehr schattieren. Das strapaziert das Papier stark und sieht nicht wirklich gut aus. Bei eurer Skizze ist das ebenfalls wichtig, wenn ihr vorher eine Skizze mit Bleistift macht, dass ihr entweder sehr zart skizziert oder leicht anradiert, bevor ihr anfangt zu malen. Denn alle Bleistiftstriche unterhalb einer Markerschicht lassen sich sehr schlecht radieren und meistens nur auf Kosten des Papiers. Des Weiteren habe ich getestet, wie sich Textmarker untereinander verhalten, also wie sich vor allem Verläufe gestalten lassen und sich diese verblenden lassen. Meine Ergebnisse dazu sind, dass ihr mit einem hellen Textmarker wie dem Neongelb durchaus mutig sein könnt. Mit dem lassen sich die Farben nochmal schön ineinander vermischen. Dadurch bleiben allerdings Farbrückstände auf eurem hellen Textmarker zurück. Das kann in diesem Fall zielführend sein, da ihr dadurch noch eine weitere Mischfarbe habt, eben die Farbe, über die ihr drüber gemalt habt, mit dem Neongelb zusammen. Das kann eine wunderschöne ergänzende Farbe geben. Wenn euch das allerdings stört, könnt ihr euch ein Schmierblatt zur Seite nehmen und einfach ein paar Mal hin und her malen, dann sollte die Farbe ab sein. Allgemein ist es wichtig bei Verläufen, die ihr mit Textmarker gestalten wollt, dass ihr an der Stelle, wo die Farben ineinander übergehen, die dünnere Seite des Textmarkers benutzt und so feine Striche zieht, die dann jeweils in die andere Farbe so hineinragen und dass ihr den Textmarker, wenn ihr wollt, im feuchten Zustand noch verwischt. Dadurch ist dieser Übergang geschmeidiger. Am Rande sei erwähnt, dass man bei Verläufen, gerade bei diesen Regenbogenverläufen, oft Farben hat, die entstehen, die man eigentlich gar nicht verwendet hat. Zum Beispiel ist es hier aus dem Pastell-Lila und dem Neonrot ist ein Pink geworden. Wenn es nun zu dem Thema Verläufe mit Textmarkern kommt und schattieren, dunkler werden, bisschen Dreidimensionalität da reinbringen, ist es erstmal schwierig, weil Textmarker sind nicht wie Buntstifte oder Bleistifte. Viele Schichten bedeutet nicht, dass es dunkler wird. Ein Textmarker kann kaum dunkler werden. Also müssen wir mit Verläufen und Farben an sich arbeiten. Das heißt, dass wir Farben mischen müssen. Und dazu eignet sich besonders gut das Pastell Lila. Mit dem kann man hervorragend Farben verdunkeln, indem man da drüber geht. Natürlich werden die dann etwas dreckiger, etwas matschfarbener, aber sie werden auf jeden Fall dunkler. Ja, jetzt beginne ich schon mit dem Porträt. Dazu habe ich eine Skizze vorbereitet, die ich nun mit den Textmarkern anmalen werde. Dazu habe ich mir erstmal die Farben rausgesucht, die ich gerne
sauber und klar in diesem Porträt drin haben möchte, zum Beispiel das Neongelb und auch das Neonpinkrot, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, denen ich schon mal quasi einen Platz reservieren muss. Denn wenn ich keine weißen Flächen mehr habe, wird dieses Neongelb und auch das Neonpink nicht mehr so schön hervorstechen, wenn bereits Farbe auf dem Blatt ist. Also erst die Farben, die sauber drin sein sollen, malen, um dann den Rest, die Übergangsfarben, gestalten zu können. Des Weiteren habe ich darauf geachtet, so ein bisschen danach gearbeitet, wo sind die Tiefen von einem Gesicht, wo ist es höher, und die Stellen, die normalerweise tief sind, habe ich dunkler gemacht. Da bin ich nochmal mit dem lilanen Pastellmarker rübergegangen, mit dem sich hervorragend Stellen verdunkeln lassen. Und dann habe ich versucht, die Farben so anzuordnen, dass es ein bisschen wirkt, als würde eben von rechts dieses, ja, gelbe Licht fallen und von links eher dieses rote. Das mag jetzt vielleicht alles nicht komplett anatomisch und lichtverhältnistechnisch korrekt sein, aber für mich war das so erstmal am hübschesten. Außerdem hab ich mich, wie ihr seht, dafür entschieden, so ein Halbprofil zu nehmen, weil diese Farben da meines Erachtens besser zur Geltung kommen. Ich habe das gleiche mal mit einem Frontalporträt ausprobiert und da ging mir so ein wenig die Dreidimensionalität verloren. Das wirkte sehr flach, als hätte das Porträt einfach nur einen Regenbogen im Gesicht. Und so finde ich, kommen die Farben am besten hervor. Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.